الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Gelobt sei Allah subhanahu wa ta'ala, der Herr der Welten. Ich bezeuge, dass es keinem gibt, der Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah, er ist allein und einzig. Und Segen und Frieden an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass er der Gesandte Allahs und sein Diener ist. Und dann, heute inshallah ta'ala, versuchen wir eine kleine Wiederholung und Zusammenfassung für das, was wir in den letzten Unterrichten gehabt haben, aus dem Anlass, dass inshallah ta'ala nächste Woche dieses dreitägige Seminar stattfindet. Ist öffentlich für auch alle Geschwister, aber auch ist besonders für diejenigen, die in dem Bildungsprogramm sind. Dort wird für die inshallah ta'ala auch dann die zweite Prüfung abzulegen sein. In diesem Bildungsprogramm. Nach der ersten Prüfung, die zum Beispiel jetzt im Fiqh hier, erste war bezogen auf die Tahara, die Reinheit. Inshallah ta'ala, die zweite wird es darum gehen, über das Gebet, aber vor allem, was wir bis heute dann gemacht haben, über das Gebet. Und heute inshallah ta'ala ist ein bisschen eine Wiederholung für diejenigen, die mitmachen werden. Ist es auch inshallah ta'ala auch eine allgemeine Erinnerung und Wiederholung für uns alle, denn die Erinnerung und Wiederholung nutzt die Mu'mine und nutzt die Muslime, und das, was wir tun eigentlich, seit wir diesen Din als Lebensweise angenommen haben und seitdem wir den Weg Allah subhanahu wa ta'ala eingenommen haben, ist, dass man eigentlich nicht anders, dass man immer sich erinnert und sich wiederholt und sich ermahnt. Und das ist, was wir inshallah ta'ala nötig haben. Und zwar, wir haben am Anfang geredet über die Definition von dem Wort Salat selbst. Von dem Wort Salat selbst, nicht vergessen, haben wir geredet über die Definition, falls einer von euch erinnert. Wir haben vor allem dann darauf hingewiesen, auf drei Sachen in der sprachlichen Definition vom Salat, vom Gebet, die auch vom Nutzen sind in den gesetzgeblichen beziehungsweise in den Islam gesetzgeblichen Definition. Und zwar, wir haben gesagt, dass der Salat sprachlich bedeutet einerseits das Verlangen nach irgendwas beziehungsweise das Bitten um irgendwas, und das ist der Dua. Oder Salat bedeutet auch, oder man sagt das auch, das ist eine Art von, dass man irgendwas verbindet und irgendwas, so eine Verbindung herstellt. Und Salat ist auch, dass man den anderen lobt und seine Stelle hoch erhebt und über ihm gut spricht. Und das ist die drei von vielen auch anderen Bedeutungen von das Wort oder von dem Wort in arabischen Salat in der sprachlichen Bedeutung. Aber in gesetzgeblicher Bedeutung, und das ist hier entscheidend, in den Schara', in dem, was Allah subhanahu wa ta'ala meinte, als er zu uns gesagt hat, du aqimus salat, und verrichte das Gebet, und als er uns befohlen hat, dass wir das Gebet zu verrichten haben, hier mit dem Gebet und mit dem Salat, meinte, so wie wir es zusammengefasst haben, diese verschiedenen Bewegungen und Aussagen, beziehungsweise Taten und Aussagen, die auf eine bestimmte Art und Weise durchzuführen sind, die anfangen mit dem Taslim, mit dem Takbir und enden mit dem Taslim. Und wo es bestimmte dann Sachen oder Taten oder auch Aussagen auch da drin verboten sind. Das ist, inshallah ta'ala, nur es allgemein auf die Schnelle, die Definition vom Salat. Dann haben wir auch, alhamdulillah, extra geredet über die Wichtigkeit des Gebets, von diesem Gebet, zweite Säule im Islam, von der großen Wichtigkeit ist, dass auch das Gebet nicht auf diese Erde zur Verpflichtung gekommen ist, beziehungsweise die fünf Pflichtgebete, wie ihr wisst, Allah subhanahu wa ta'ala hat es nicht auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abgesandt, und es ist nicht durch Jibril alaihi salam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen, der Befehl für diese fünf Pflichtgebete, sondern wie ihr wisst, ein großes Ereignis und Geschehen ist,
hat sich stattgefunden, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sogar zu sich gebracht hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat erreicht einer der höchsten Stellen, was keinem vor ihm erreicht hat. Ja, diese Stelle, dieses Ereignis von dem Himmelfahrt vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die alles Ergebnisse und alles Geschenk und alles eine Erinnerung für diesen Nacht ist das Gebet. Es gibt keine andere Erinnerung, wie leider heute die Menschen was neu erfinden und neu irgendwas machen, obwohl man keiner weiß, in welchem Tag das gewesen ist, in welcher Nacht das auf jeden Fall das gewesen ist. Aber statt dass die Menschen sich erhalten an den richtigen Erinnerung für diese Nacht, und zwar die richtige Erinnerung für diese Nacht sind diese 5 Gebete, die am Anfang 50 gewesen sind. 50 Stück sind die gewesen. Ja, stell dir vor, dass wir 50 Gebete verrichten sollten und durch die Gnade Allah subhanahu wa ta'ala als erstes und am Anfang und dann durch die Barmherzigkeit und Nachsichtigkeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegenüber seiner Umma und auch danach durch eine Großzügigkeit und eine sozusagen Erfahrung von Musa alaihi wasallam, den wir zu bedanken haben und den wir sozusagen Musa immer dafür denken, dass der Anlass war, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah immer darum gebeten hat, dass das weniger werden, die Umma wird es nicht schaffen, und das wurden dann im Endeffekt letztendlich 5 Lichtgebete in der Waagschale, aber alles zehnfache, 5 Pflichtgebete in dem, was man tut, aber 50 in der Waagschale. Und das ist eigentlich das, was man als eine große Vorzüglichkeit des Gebets sieht. Genauso, wir haben geredet über Warnung und große Bedrohung für Unterlassen des Gebets. Ja? Und dass es keinen eigentlich Anteil gibt vom Islam für denjenigen, der sein Gebete nicht verrichtet und dann das Gebet unterlässt. Er hat seinen Vertrag und Abkommen mit Allah subhanahu wa ta'ala unterbrochen. Und auf andere Weise, wenn man so sagt, auf Deutsch gekündigt. Und wir haben ja auch gesagt, dass sogar ein Verpassen von einem Gebet gilt bei Allah subhanahu wa ta'ala, besonders zum Beispiel bei Asr-Gebet als Beispiel in dem Hadith, gilt, als ob man seinen Vermögen und seine Familie und alles verloren hat. Besser, dass man alles verliert, seine Familie und sein Geld und sein Vermögen, dass er ein Gebet von seiner Zeit ohne einen Grund verpasst oder unterlässt. Das war über dann die Vorzüglichkeit und so weiter vom Gebet. Danach haben wir geredet über die Bedingungen und Voraussetzungen fürs Gebet. Shurutu as-Salat. Wir haben geredet über Bedingungen und Voraussetzungen fürs Gebet. Allgemein haben wir über die Bedingungen geredet. Eine Bedingung, worüber wir, alhamdulillah, ausführlich geredet haben. Und zwar die Tahara, die Reinheit. Wir haben nun dazu hinzugefügt, dass es auch nicht nur die Reinheit beziehungsweise die Reinheit, dass man Raf'u al-Hadath für einen, damit er betet, er muss ja selber, dass das auch ein Hadath, jeder Hadath bei ihm aufgehoben wird, damit man betet, denn das Gebet voraussetzt und bedingt, dass man nicht Muhdith ist, sondern Tahir ist. Das Gegensatz von Muhdith ist Tahir. Und danach haben wir gesagt, aber auch die Reinheit, und beziehungsweise, dass man beseitigt jede Chabath, jede Unreinheit, die sich befindet auf der Kleidung von einem, solange er darüber Wissen hat, oder auf seinen Körper, solange er darüber Wissen hat, oder auf seine Schuhe und Ähnlichen, oder in dem Ort, wo man betet und auf dem sozusagen diesem Sache, worauf man betet, sei es ein Teppich, sei es Erde, sei es egal, was das ist. Und das ist, alhamdulillah, sallallahu ta'ala, haben wir darüber ausführlich geredet. Und danach haben wir über andere Bedingungen, und zwar, dass man richtet Richtung das Haus Allah subhanahu wa ta'ala, das als erstes aufgebaut worden ist auf diesem Universum, die Kaaba, das erste Haus, was für die Menschheit errichtet worden ist. Das ist die Qibla der Muslime, die den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewünscht hat. Das ist das Symbol von der Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala als erstes und für die Einigkeit dieser Umma, die sich immer
fünfmal mindestens täglich sich richtet zu einer gleichen Richtung, damit sie weiß, dass sie immer den gleichen Zielpunkt und den gleichen Zweck und den gleichen Ziel anstreben. Aber leider, diesem Gefühl, wie wir immer sagen, wird manchmal weniger, und diesem Gefühl ist leider bei manchen vielleicht nicht mal vorhanden. Aber wir haben gesagt, dass die Qibla unterscheidet sich je nachdem, wo man sich befindet. Und dass man hier leider statt, dass man sich um die wichtigen Sachen sich kümmert, dass man sagt, dass diese Qibla eine Entscheidung führt, sogar für Muslime, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Al-Muslimu man salla salatana wa staqbala qiblatana wa akala dhabihatana lahu ma lana wa alayhi ma alayna. Der Muslim ist derjenige, der das Gebet verrichtet, so wie wir es verrichten, und die gleiche Qibla-Richtung nimmt, so wie wir diese Qibla-Richtung nehmen, und von unserer Aufopferung und von dem, was wir geopfert haben, auch ist, gehört zu ihm dann das Anrecht und die Rechte, was zu uns gehört, und ihm auch sind die auch die Pflichten zuzuteilen, die uns auch zuzuteilen sind. Das heißt, die Qibla-Richtung ist darüber dafür da. Aber nicht, um damit die Leute dafür eine Diskussion auslösen, Fitnen in der Moschee ausbreiten wegen 2 Grad und 5 Grad und 1,5 Grad und eine und diese, keine Ahnung, wie viel mal heute Leute bringen. Der eine bringt sein Handy mit einem Kompass, zeigt so ein bisschen nach schräg. Der andere sagt, nein, ich habe andere Kompass, dann zeigt das Allahu a'lam wohin. Subhanallah. Uns wurde nur gesagt, dass wir فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطَّرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Wir haben gesagt, je nachdem, wo man ist, je nachdem, wo man ist, wenn man da drin ist in der Kaaba, dann hat man jede Richtung zu beten, dann ist ein Qibla drin, aber man darf die Pflichtgebete nicht in der Kaaba drin beten. Wenn man in dem Masjid al-Haram drin ist und sieht die Kaaba, dann richtet man Richtung die Kaaba. Wenn man außerhalb dem Masjid al-Haram, dann richtet man sich zu Masjid al-Haram. Wenn man außerhalb Mekka, dann richtet man sich zu Mekka. Wenn man außerhalb zu sagen, in Hijaz und diesem Ort, diesem Land, dann errichtet man sich zu diesem Land. Wenn man außerhalb dieser arabischen Halbinsel, dann richtet man sich dahin. Zum Beispiel, wenn wir hier in Deutschland sind, dann ist dann die Qibla Richtung Südost. Das war's. Zwischen Süd und Ost, all dieses Qibla. Der Prophet Muhammad hat sogar für die Leute der Medina gesagt, zwischen Osten und Westen ist alles Qibla. Noch eine Spanne, die noch höher ist. Ja, deshalb sollten die Muslime lieber sich darum kümmern, über die Sachen, die sehr wichtig sind. Heute siehst du, dass viele sich kümmern um das Letzte, was eigentlich, worüber man sich kümmern sollte, und lässt die wichtigen Sachen, die sehr wichtig sind im Dien, angefangen von der Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala und den Grundsätzen der Glaubenslehre, danach über das Gebet, eigentlich was das Beste, woran man spricht. Eigentlich, viele Leute sehen niedrig heute, ich rede über das, über Gebet. Was, worüber willst du denn reden? Manche Leute auch, weil ich manchmal immer ein bisschen abseits rede, aber muss man. Weil manche Leute sagen, ah, ich rede immer noch über das Gebet. Worüber willst du reden? Die Sorge vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er am Sterben lag für diese Umma, was war denn? Was war sein letztes Wort und letzter Ratschlag? Denkt ihr, sammelt euch, macht irgendwas? Er sagt, das Gebet, das Gebet, das Gebet und alles, was unter eure Hände sind, eure Verantwortungen. Die Sorge von Sahaba, radiallahu anhu, hört ihr zu, unsere Sorge heute woanders. Die Sahaba, als der Prophet Muhammad sallam sagt, der Dajjal kommt zu euch und er wird 40 Tage bleiben. Ein Tag wie ein Jahr, ein Tag wie ein Monat, ein Tag wie eine Woche und andere übrigen Tage wie übrige Tage. Unsere heute, wie ist das, wie ist Dajjal, ist das Fernseher, ist das Computer, ist das Facebook, was ist das? Deren Sorge war eins, nur eins. Guck mal, da interessant nicht, was Dajjal und nicht Dajjal heißt. Deren Sorge und einzige Sache ist, was Gebet. Dann haben sie zum gesagt zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Gesandter Allahs, diesen Tag, der wie ein Jahr ist, reicht ein fünfmal Tibeten? Das ist deren Sorge. Deren Sorge ist Gebet. Wenn die auf dem Mond landen, unsere Sorge ist Gebet. Wenn die unter der Erde tief reinsingen, dann unsere Sorge ist Gebet. Normalerweise ist der Muslim, sein Sorge als erstes ist Gebet. Nicht wie heute wird gesagt, ich rede über Gebet, über die Moscheen. Ja, guck mal, was passiert in der Moscheen. Subhanallah. Das ist manchmal, subhanallah, muss man immer aufpassen. Deshalb haben diese Leute früher das Beste erreicht, weil das Erste, was richtig gewesen ist, war richtig. Als der Imam gerade, Entschuldigung, der Muadzin gerade gesagt hat, hat gesagt, komm zum Gebet, komm zu was? Kommt zum Erfolg. Die Leute suchen Erfolg woanders.
Obwohl Allah ruft, das heißt durch diesen Muadzin hat ihm erlaubt zu rufen zu, die Menschen kommt hier, was gibt's denn hier? Gibt es Gebet richtig? Was gibt's denn? Mit dem Gebet gibt es dann diesen Erfolg. Und die Leute suchen Erfolg, mashallah, in jeder. Die Leute machen Erfolgrezepte und schreiben Bücher für Erfolge. Und eigentlich Erfolg ist im Gebet. Deshalb sollte man sich kümmern, wie ich sage, über die wichtigen Sachen. Über die Sachen, die wichtig sind. Über die Sachen, die eigentlich entscheidend sind. Über die Sachen, die für die Muslime entscheidend sind. Und nicht heute kümmert sich einer, macht Liste von Emulatoren und der andere macht Liste, weiß nicht was, bringt Zweifel für die Muslime da und der andere macht da. Subhanallah. Das ist sehr wichtig. Deshalb, die Qibla ist eine Sache, die auch wichtig ist, auch wenn wir darüber kurz gesprochen haben. Danach haben wir auch geredet über eine andere Bedingung vom Gebet. Und zwar haben wir danach ausführlich dann über diese Sache geredet. Und zwar über die Eintritt der Gebetszeiten bzw. die Gebetszeit in Awqat al-Salat. Und insbesondere haben wir geredet, weil es unsere Lage das bedarf. Weil wir heutzutage, wie wir gesagt haben, wir hängen uns nur an diesen Gebetszeiten, an diesen Apps, was wir haben. Wenn du fragst einen Muslim, wann ist Gebet vom Dhuhr, dann sagt er nur 12 Uhr 42, 12 Uhr 43 Minuten und 5 Sekunden manchmal fehlt. Subhanallah, woher kommt das Ganze? Das ist genau, mashallah, pünktlich. Wann ist Gebet? Wir haben ja gesagt, dass diese Din, alhamdulillah, es war keine Uhr und gar nichts. Und trotzdem, Menschen, die keine Uhr gehabt haben, wussten, wann das Gebet ist. Wir haben gesagt, ein blinder Mann, der Muadzin ist, für Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen ist, Abdullah ibn Ubay Maktum, obwohl er blind ist, alhamdulillah, hat er den wahren Fajr gesehen, nicht erst mit Augen gesehen, sondern wusste, wann der wahre Fajr ist. Heute mit Brillen und mit Augen und mit Computer und mit alles, beten in der Dunkelheit und sagen, das ist Fajr. Beten in der Nacht und sagen, das ist Fajr. Subhanallah. Ist nicht diese Paradox, seht ihr, obwohl alle Mittel wir haben. Deshalb müssen wir erstmal wissen, dieser Dien ist für alle gewesen. Für Gebildete und Nichtgebildete, für Analphabete und für Wissen, für so Schreiben und Lesen kündig ist, für Professoren und für Bauer, obwohl für uns es keinen Unterschied zwischen diesen Leuten gibt. Alle sollten den Islam nutzen von seiner Stelle. Bei Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du im Grab bist, wird es nicht gefragt, welche Titel gehabt hast und welche Sachen hast du gehabt, wirst du gefragt, wer ist dein Herr, was ist dein Dien und was sagst du über diesen, derjenige, der für euch abgesandt worden ist oder gekommen ist. Das sind die drei Fragen. Wirst du antworten, hast du geantwortet, alhamdulillah, der erste Imtihan, erste Prüfung von Akhirah schon bestanden. Hast du nicht geantwortet, dann nachher noch schlimmer. Möge Allah uns bewahren. Das war's. Das hat mit den ganzen Sachen nichts zu tun. In Dunya, alhamdulillah, egal was du machen kannst, im Dien, investiere das in Guten und in Dien, das ist gut, inshallah. Aber deshalb müssen wir wissen dann, was Gebet nach dem Schara, Gebetszeiten, so wie wir gesagt haben, ist verbunden an bestimmte Zeichen. Und wenn diese Zeichen nicht da sind, dann wie den Hadith, habe ich eigentlich am Ende so Ende gebracht, dann der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Sahaba gesagt, nein, in diesem ein Tag wie einem Jahr, rechnet ihr ungefähr, wie es war, normalerweise, wie viel ist zwischen Dhuhr und Asr, wie viel ist zwischen Asr und Maghrib, wie viel ist zwischen Maghrib und Isha, wie viel ist zwischen Isha und Fajr, na? Und dann ungefähr betet man und wiederholt und betet man und so ein Jahr lang, eigentlich obwohl es nur ein Tag ist. Allahu alam wie. Und das ist auch so. Deshalb in anderen Tagen, dass wir das nehmen, schon klar, dass wir nehmen als Hilfe, als das, alles eine Sache, das ist normal. Aber dass das Ursprung wird, und wenn man redet jetzt über den Ursprung, dann wird es sozusagen getadelt, dann ist es Katastrophe geworden. Diese Abwechslung von dem Fundament oder unterlassen, beziehungsweise von Fundament und ein anderes Fundament reinbringen, um darüber zu entscheiden, das ist das Problem. Es ist genau so, wie wir immer sagen beim Koran. Diese Leute, die Arabisch gekündigt sind und mashallah Professoren in Arabisch, jetzt so wie einer von denen, sagt, obwohl Allah ihm vergeben oder Allahu a'lam, ob er damit meint oder nicht meint, sagt er, bring mir einen roten Stift, damit ich die arabischen Fehler im Koran korrigiere. Wo ist dieser Gedanke von dieser Person gewesen? Wenn er nicht Koran gewesen ist, ist der Ursprung von den Regeln. Die Regeln sind entstanden aus dem Ursprung. Er will jetzt mit den Regeln, die abgeleitet worden sind, von dem Ursprung,
der Ursprung korrigieren. Gibt es jemand sowas? Normalerweise, und so macht man auch heutzutage bei vielen Sachen. Es ist nur immer, es ist, abseits rede ich immer ein bisschen. Aber um so klarzustellen, manche Sachen. Manche Sachen muss man klarstellen. Kommt einer heute, der nur weiß, wer vor Kamera steht und Brille trägt, ein bisschen Bart und weiß nicht was, kriegt Gelder von Allah von oben und von unten. Und dann redet er über jemanden, der 16 Jahre lang nur einem Buch die authentischsten Hadithe vom Propheten Muhammad gesammelt hat. Er hat dadurch Reisen durchgemacht, nicht mit Flugzeugen und mit Dings, zu Fuß und mit Kamel und mit Allahu A'lam, mit Esel und mit Allah und alles, bis er damit ein Hadith nimmt. Jeder Hadith, den er ausgezeichnet hat, hat er nur ausgezeichnet. Nachdem er Istikhara-Gebet gebetet hat, kommt einer, um mit ihm zu reden, der nicht mal weiß, was Hadith ist. Subhanallah, deshalb sehen wir heute, weil wir lassen Ursprung und die nehmen diese Leute, die urteilen auf Ursprung. Das ist, subhanallah, sehr wichtig, dass man versteht. Und deshalb haben wir geredet über die Gebetszeit, das kann man wiederholen, inshallah ta'ala, und schauen. Das ist auch wichtig für Prüfung, für die Brüder oder die Geschwister später. Aber dass man weiß, als besonders heutzutage, diese ganze Diskussion, die inshallah ta'ala bald anfängt, ja, je näher Ramadan ist, desto näher die Diskussion anfängt, ja. Immer welches Gebet und Isha Gebet und diese ganzen Diskussionen, die es immer gibt und auslöst. Warum? Weil wir alle, sage ich mal, leider immer reden ohne Wissen und ohne gar nichts. Jeder redet und das war's. Und jeder nicht weiß, dass er die Verantwortung trägt. Nicht vergessen, haben wir auch eine sehr wichtige Sache gesagt. Eigentlich derjenige, der die Verantwortung trägt für die Gebetszeiten, ist der Muaddin. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eindeutig gesagt, Al-Imamu Damin wal-Mu'adhinu Mu'taman. Der Imam ist Garantie für die Jama'a. Wenn er gut macht, dann ist für ihn und für Jama'a. Wenn er schlecht macht, ist Jama'a, Alhamdulillah, für sie ist gut. Aber für ihn ist schlecht, wird für Allah subhanahu wa ta'ala zur Rechenschaft gezogen. Und der Mu'adhin, der dann macht, ist Mu'taman. Ist ihm anvertraut, diese Sache. Die Muslime, wenn der Mu'adhin Adhan macht, Alhamdulillah. Das ist die Gebetszeit für die Normalen, weil einer sagen, alle gucken wir auf Sonne und gucken wir auf Sonne runter und nicht runter, Schatten ist gleich und nicht gleich oder zweimal oder einmal. Das ist so schwer. Ja, wir eigentlich sagen, der Muaddin ist Mu'taman. Aber in unserer Lage, damit wir speziell, weil wir reden über hier, unsere Lage hier in Deutschland, über unser Leben hier. Wir müssen verstehen, wer ist denn verantwortlich? Wir haben gesagt, verantwortlich muss jeder das sagen. Verantwortlich ist der verantwortlich in der Moschee, der in diesen Gebetszeiten aufhängt. Er muss dafür die Verantwortung tragen, für komplette Jama'a. Sagt er, dieses Blatt seit 14 Jahren hängt da, wir haben so gebetet. Und dann müssen wir es weiter 14 Jahre noch weit falsch beten? Wenn es eindeutig geworden ist und klar zu sehen ist, dass das nicht richtig ist, sollen wir jetzt noch weitere 15 Jahre noch oder 25 Jahre weiter falsch beten? Was ist denn besser, dass man zumindest nicht mal zugibt, sagt, wir ändern für bestimmte Anlässe oder dass man weiter in den Tiefe, in den Fehler rein? Dann ist das mehr Hochmut und Stolz und nicht mehr eine Suche nach der Wahrheit. Deshalb diejenigen, die in der Moschee verantwortlich sind für diese Aufhängen von den Gebetszeiten oder Uhren. Heute gibt es ja neue Uhren, diese großen Uhren und diese ganzen Gebetuhren und so weiter. Das ist diejenigen, die verantwortlich sind. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man inshallah ta'ala darüber informiert. Wir haben ja auch gesagt, darüber geredet, über dass man das Gebet niemals vor seiner Zeit beten darf und kann. Das haben wir ausführlich gesagt und das ist mit Einigkeit der Umma, der Muslime in jede Richtung und jede Sache. Nach seiner Zeit, ohne einen Grund, ohne jeglichen Grund, nach seiner Zeit, haben wir gesagt, auch Stärkste, dass es auch kein Gebet gibt nach seiner Zeit, ohne einen Grund. Für die Zeit, und wir haben ja gesagt und reden über Zusammenfassen, deshalb hat es ein bisschen auch lange gedauert, über Zusammenfassen, beziehungsweise von Dhuhr und Asr oder von Maghrib und Isha, und dass sie dann ein Zusammenzeit haben. Ja, und darüber reden, über die Beweise. Wir haben auch als Hausaufgabe, auch, dass man sucht, der Hadith von Jibril a.s., als er kam zum Prophet Muhammad sallallahu mit ihm gebetet hat. Erster Tag in einer Zeit, zweiter Tag in anderer Zeit. Dann haben wir gesagt, es gibt eine freiwillige Zeit. Das ist ein bisschen eine Spanne, den Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat, damit wir in dieser Spanne beten. Und das ist immer im Gebet in seine richtige Zeit. Danach gibt es eine notwendige Zeit, wo man auf jeden Fall jetzt sich beeilen und beten soll.
und danach ist das Gebet vorbei. Das ist alles, inshallah ta'ala, sollte man vielleicht nachschauen, wenn es Videos darüber gibt oder wie die Brüder die geschrieben haben und die deren Unterlagen und alles haben, sollten die darüber schauen. Das ist für diese Bedingung für Gebetszeit. Danach haben wir angefangen mit den Inhalten vom Gebet, mit den Inhalten von dem Gebete. Das heißt, die Inhalte von dem Gebete haben wir geteilt, einerseits zu Säulen und zu Pflichten und zu Sunnen, zu freiwilligen Sachen. Und wir haben ja gesagt, der Unterschied hier liegt bei Säulen und Pflichten nicht in der Sache selbst, denn Säule, Pflicht, Fard, Rukn, Wajib ist eigentlich in der Urteil selbst, ja, als Tat selbst ist es gleich. Nur haben wir gesagt, was entsteht, wenn man das nicht tut? Oder welche Schlussfolgerung hat es, wenn ich eine Säule unterlasse, wenn ich eine Pflicht unterlasse? Das ist das, was man hier diesen Unterschied gemacht hat. Und deshalb haben wir gesagt, red über die Säulen. Und die Säulen vom Gebet aufgelistet, anfangen von der ersten Säule, die ohne dessen gibt es überhaupt kein Gebet, und zwar Takbirat al-Ihram. Und die letzte Säule, und zwar Taslim, dass man den Taslim macht, auch wenn es nur einmal, wenn man spricht, Salamu alaikum, und damit ist auch das Gebet zu Ende gekommen. Wenn es auch nicht gekommen ist, dann ist das Gebet nicht zu Ende geführt und das Gebet noch nicht beendet, beziehungsweise vielleicht wurde er unterbrochen. Und da die ganzen Säulen dazwischen sind, mit unterschiedlichen Meinungen in bestimmten Sachen, aber vor allem in den Säulen haben wir gesagt, dass es auch eine Einigkeit gibt zwischen den Gelehrten, denn darauf basiert sich dieses Gebet. Und wir haben gesagt, ein Unterlasser von einer Säule, ja, macht entweder die Raka'a an dem Moment ungültig, beziehungsweise vielleicht macht das komplette Gebet ungültig, je nachdem, was das ist und wie das ist. Und deshalb die Säule muss man auf jeden Fall bringen und muss sie auf jeden Fall verrichten und muss auf jeden Fall gebracht werden. Und danach die Pflichte. Die Pflichte haben wir gesagt, der Unterschied zwischen denen und Säulen ist nur, dass die Pflichte, auch wenn man die verpasst hat, vergessen hat oder hat man sozusagen, ist man zu einer anderen Bewegung gegangen, ohne dass man die Pflichte oder eine Pflicht gemacht hat. Man geht nicht zurück, solange man angefangen hat, die nächste Bewegung. Aber dafür, für die Pflicht, braucht man nicht das zu wiederholen oder braucht man das nicht zu bringen, wenn man so sagt, oder braucht man nicht auszuführen, sondern am Ende gibt es diese Sujud-Sahu, diese Vergesslichkeit, Niederwerfung, die das tilgt und die das, inshallah ta'ala, ergänzt und dann diesen Hinzufügung im Gebet beziehungsweise diese Unterlassen im Gebet dann sozusagen schließt und die Lücken zumacht, die im Gebet waren. Das sind die Pflichten und haben wir die aufgezählt. Auch die Pflichten mit unterschiedlichen Sachen bei manchen Gelehrten, aber auch vor allem bei Pflichten und Säule haben wir gesagt, es ist eigentlich eindeutig, ja, für das, und vergisst auch nicht, inshallah ta'ala, wird ihr vielleicht auch die Frage bekommen, ja, diesen Regel, den wir angewendet haben für bestimmte Sachen, und zwar, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam irgendwelche Sache, egal was, es ist im Gebet jetzt bezogen für unseren Fall, aber auch allgemein, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Sache absichtlich unterlässt, kann niemals eine Pflicht sein. Wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Sache absichtlich unterlässt, haben wir gesagt, das gehört niemals zur Pflicht. Und danach haben wir gesagt, Sunan, eigentlich wollten wir nicht tief gehen in den Sunan, beziehungsweise in freiwilligen Sachen, aber weil die Menschen sich gewundert haben, viele Geschwister haben sich gewundert, dass so die Säulen und Pflichten nicht so viel sind und wo ist das und wo ist das, worüber die Menschen die ganze Zeit sich streiten und manchmal Gruppierungen entstehen und manchmal Kämpfe entstehen und manchmal zwischen den Menschen Leute reden nicht miteinander zusammen und der andere wirft der andere vielleicht mit Kufr und mit Bid'a und mit das wegen diese ganzen Sachen, was wir vielleicht manchmal nicht erwähnt haben, war das letzte Mal, worüber wir geredet haben, über die freiwilligen Taten, über die Sunnan im Gebet, die auch viel sind, die auch vervielfacht sind und vielfältig sind. Das heißt, in der Art und Weise, wie man das macht und wie man das tut. Und besonders beim Aussagen, wir haben ja gesagt, auch beim Gebet haben wir geteilt, die Taten im Gebet, beziehungsweise das, was man im Gebet tut, so Taten, die man macht mit den Gliedern, ja, und Taten, die man mit dem Zunge macht, das heißt, was man spricht. Ja,
الأفعال القولية أو الفعلية والقولية، سواء كان أركان فعلية وقولية، واجبات فعلية وقولية، سنن فعلية وقولية. Das heißt, wir haben immer geteilt zu was? Sachen, die man mit Taten, mit den Gliedern es tut, und Sachen, die man mit dem Zunge, das heißt, wie es man Aussagen trifft und Azkar, was man sagt als Bedingung Azkar. Wir haben ja gehabt auch die Azkar, wie eine Art von Dikr von Istiftah Bittgebet, genauso wie auch diese Zuflucht nehmen von den vier nach dem Tashahhud. Ja, das haben wir alles erwähnt, nicht vergessen, dass man auch diese Sachen wiederholt und schaut. Und vor allem auch nicht vergessen, liebe Geschwister, dass wir gesagt haben, diese ganzen Teilung, Säulen und Pflichten und so weiter, alles war nicht in Zeit von Prophet Muhammad so, wie es so wie er lernen, sondern ist eine Sache, dass wir einfacher es zu lernen haben. Man sagt, es ist so ein bisschen akademisch, wissenschaftlich unterteilt. Aber die Sahaba haben eines gehabt. Betet, so wie ihr mich beten gesehen habt, hat der Prophet Muhammad gesagt. Dann haben die gesehen, wie der Prophet Muhammad gebetet, ist aufgestiegen auf den Mimbar, hat gebetet und so haben die gebetet. Nur wenn irgendwas geschieht, die Sache, warum diese Unterteilung? Denn wenn irgendwas geschieht, manchmal hat man nicht so viel Zeit, was sollte man beten? Oder manchmal hat man das vergessen, was soll er machen? Manchmal ist irgendwelchem Geschehen ist besonders, dann hat man irgendwas gemacht, dann hat man gewusst, ach so, das ist nicht eine Sache, die wirklich eine Säule ist, die eine Verpflichtung ist. Und das ist aber vielleicht so. Warum? So war in der Zeit vom Prophet Muhammad. Die haben nicht gesagt, der Prophet Muhammad hat sich hingesetzt zu Sahaba und sagt, dies ist Pflicht, dies ist Sunna. Wir haben gesagt, die Hadithe nur deuten darauf hin. Und der Prophet Muhammad sagte, La salata liman lam yaqra bi umm al-kitab. Es gibt kein Gebet für diese eine, der nicht liest mit der Umm al-kitab, mit Mutter des Buches, mit der Fatiha. Dann hat man direkt gesagt, Fatiha ist eindeutig eine Säule. Und als wir gesehen haben, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages auch aufgestanden ist vom zweiten Raka'a zum dritten Raka'a, sofort ohne zu sitzen zu Tashahhud, und er ist nicht zurückgegangen und danach hat er Sujud as-Sahw gemacht, dann haben wir gesagt, diese Sache ist eine Pflicht und nicht eine Säule. Versteht ihr? Und so weiter. Das heißt, die Sache ist eine Ableitung von dem, was eigentlich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam getan hat. Mehr nicht. Aber damit wir es lernen, und für uns ist es so, aber uns, der eine, der Gottesfürchtige und der Mu'min, will es auf die beste Art und Weise machen, so wie wir bei Wudu gesagt haben, so wie wir bei Ghusl gesagt haben. Diese ganze Teilung wissenschaftlich soll uns nicht dazu führen, dass wir, ja, das ist nur Sunna. Diese wollen wir nicht. Der Muslim sagt nicht, diese ist nur Sunna. So sieht alles, ach, das ist nur Sunna. Was ist das, ist nur Sunna? Diese Aussage selbst ist eine Art von Hochmut und Erniedrigung, dass man sagt, diese ist nur Sunna. Oder einer kommt und fragt, ist es meine Pflicht oder Sunna? Das haben nicht erstmal, bevor die tun, erstmal gefragt. Sondern wenn irgendwas passiert, vielleicht könnte man fragen oder irgendwas. Aber die Sache ist, ich mache von Dien, ich mache es. Aber wenn es zum Beispiel jetzt kommt einen Konflikt, es gibt zum Beispiel irgendwas zu tun oder Pflicht oder eine Sache, die sehr notwendig ist, und die andere Sache, die vielleicht, wenn ich das durchführe, dann werde ich das andere verpasse, dann schaue ich, dann gucke ich, was ist besser jetzt zu tun, was ist alles, hat Vorrang, was ist jetzt Verpflichtung an diesem Hinsicht. Wenn wir wissen, der Prophet Muhammad s.a.w., so wie Aisha radiallahu anha gesagt hat, dass er zwei Raka'at von Fajr manchmal gebetet hat, die weiß nicht, ob er Fatiha gelesen hat oder nicht, das ist sozusagen so schnell. Denn man weiß, okay, dass es einen anderen Anlass gegeben hat, aber sie werden bestimmt ein Gebet. Wenn es der Imam am Khutbah machen und man kommt um, sitzt man sich nicht bis zwei Rakat gebetet hat, hat der Prophet Muhammad gesagt, oder soll man schnell beten, dann betet man schnell. Da weiß man, okay, dann braucht man nicht wie Tarawih beten, der Imam macht Khutbah und da ist genug, dass du vielleicht betest, das ist schon ein Fitne genug für die Leute, die da sitzen, und mashallah betest du zwei Rakat, die vielleicht die komplette Khutbah von Imam ist. Besonders bei manchen Moscheen, ihr wisst ja, manche Khutab sind eigentlich ist Alhamdulillah Sunna eigentlich, aber diese Leute folgen nicht komplett Sunna, aber die machen erstmal eineinhalb Stunden davor Ders und danach machen die Khutba 5 Minuten. Und der eine Bruder, Masha'Allah, macht Eid al-Masjid 5 Minuten. Macht man auch nicht.
Oder auch, mashallah, auf der Arbeit, ich gehe beten, mashallah, wie wir gesagt haben beim Wudu, erstmal Waschbecken und alles nass, bis nicht mehr geht, Boden ist nass, die Tücher, man sieht mit Auge, die Tücher sind auf dem Boden und dann, mashallah, muss er Dhuhr beten, erstmal, mashallah, Sunnah, 4 Rakat von Dhuhr vorher und dann Dhuhr, mashallah, betet Dhuhr, was, mashallah, Iman so steigt. Ja, warum? Halbe Stunde. Wenn du siehst, wenn er zu Hause ist, Isha-Gebet oder Allahu A'lam, obwohl er zum Moschee beten sollte, aber betet er zu Hause, Isha-Gebet, weil es gleich BVB oder weiß nicht wie spielt, irgendwelche Fußballspiel, Mashallah, Isha-Gebet ist in eineinhalb Minuten und ist fertig. Siehst du, dass es geht ja nicht dann darum um Dings. Subhanallah, manchmal muss man auch wissen. Deshalb haben wir gesagt, diese Sache. Und um nicht zu diesem Streit, manche Leute reden miteinander nicht, ich gehe zu dieser Moschee nicht mehr, warum? Die machen deren Finger so. Allahu Akbar, das ist ein Grund, dass man nicht Moschee geht. Die machen nicht einen Finger und die machen nicht Finger, geht zur Moschee, dieser Finger ist, gehört, das ist weder so Pflicht noch so, so Säule noch so irgendwas, subhanallah. Aber nicht um die Sache runterzukriegen. Wie gesagt, ich sage nochmal, diese Sunan und was der Prophet Muhammad zusammen gemacht hat, sollte man lebendig machen und alles, aber sollte kein Grund für einen Streit zwischen zwei Muslimen, denn diese ist eine verabscheuliche Sache, ein Verbot im Dien. Ein Verbot, dass du mit deinem Bruder 3 Tage nicht redest. Da kommt einer und sagt, ich gehe zu dieser Moschee nicht mehr, oder ich rede mit diesem Bruder nicht mehr, weil der geht auf Knie und ich gehe auf Hände. Oder gehe auf Knie oder auf Hände oder auf Kopf. Rede mit deinem Bruder, das ist wichtiger als diese, all diese Sachen erstmal. In diesem Hinsicht. Aber dass man zusammen redet mit Vernunft und mit Wissen und diskutiert auf die gute Art und Weise und mit Belege, das ist leider ein Niveau, wo sollen wir finden? Leider finden wir nicht. Denn wir auch, wenn wir anfangen, so schön zu reden am Anfang, aber nachher, jeder kommt sein Anteil von Nefs. Wir sind dann geworden für diese, wie heißen die im Fernsehen immer? Talkshows. Ja, Talkshows und diese, ja, auf Arabisch gibt es ja diese Ettijah al-Mu'aks. Isachanam, Isachanam, Hatta Ishalu. Die werden gekocht, bis die ausflippen. Bis der eine schmeißt vielleicht Glas Wasser auf der andere, damit er sich kühlt. Gab es auch. Deshalb, subhanallah, wo sind wir? Aber wie gesagt, wichtig für uns ist, dass wir sagen, aber wir versuchen, wir beten, wie der Prophet Muhammad sallam gebetet hat. Das ist, inshallah ta'ala, eine Zusammenfassung auf die Schnelle mit ein bisschen Hinzufügung, damit es auch, inshallah ta'ala, nicht, sage ich mal, rein, so, da soll man sagen, nicht langweilig, aber rein, sozusagen, auf eine Bahn geht. Aber das ist, was, inshallah ta'ala, vorkommen wird, inshallah, in der Prüfung. Für die Geschwister, die in der Bildungsprogramm sind, so wie auch eigentlich leider haben wir in Duisburg und Mörs nicht geschafft, dass wir reden über die Arten vom Gebete, Pflicht, welche sind die Fara'id, also die Pflichtgebete und welche freiwillige Gebete und wiederum die freiwilligen Gebete, welche Arten von den freiwilligen Gebete gibt, deshalb, die werden nicht in der Prüfung vorkommen. Aber darüber werden wir inshallah ta'ala im nächsten auch reden, denn wir müssen inshallah ta'ala eigentlich schon zu Ende sein mit dem Gebet, weil wir auch mit dem Fasten vielleicht so rechtzeitig anfangen wollten, kurz vor Ramadan. Allahu a'lam, wo wir das schaffen. Vielleicht, inshallah ta'ala. Ich sage nochmal, inshallah ta'ala, so alle Geschwister sind herzlich eingeladen. Nächste Woche, inshallah ta'ala, zum Seminar in Dormagen, in der Moschee in Dormagen. Es wird, inshallah ta'ala, auch vor allem, auch wenn man auch will, wird ihren Gästen Sheikh dabei auch sein am Samstag für 2 Vorträge, die auf Arabisch und werden auf Deutsch übersetzt, so wie auch inshallah ta'ala auch spezielle Programm für die Leute, die im Bildungsprogramm sind, so wie auch das Thema an sich selbst, auch inshallah ta'ala, was wir brauchen für heute, was wir brauchen in unserer Zeit. Ihr seht, jeder will reagieren auf irgendwelche Ereignisse, auf irgendwelche Geschehnisse, auf was die Muslime haben, aber jeder reagiert so individuell, jeder reagiert auch vielleicht auf eine Art und Weise, die vielleicht, er denkt, das ist islamisch, aber leider das vielleicht nicht dem Islam gut tut. Jeder vielleicht reagiert auf eine Art und Weise, denn er denkt, das vielleicht ist gekommen aus der Dien, aber wo, vielleicht ist nicht von der Dien. Deshalb brauchen wir eine Art, sozusagen einen Rahmen, wo wir wissen, was wir zu tun haben und welche Menschen was zu tun haben und in welchem Hinsicht, was ich zu tun habe. Deshalb, wie man sich festhält in diese Zeiten und wie man sich sozusagen befestigt in diese Zeiten und weiß, welche Schritte er zu tun hat,
werden inshallah ta'ala in diesen Tagen besprochen. Deshalb inshallah ta'ala verpasst diese nicht und versucht ihr dabei zu sein. Jazakum Allah khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.